Grüß Gott aus Brent Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute mit einem sogenannten Update-Video zur Marke Ampelhund. Und warum Update-Video? Na, ich habe vor einiger Zeit hier bei unserer Playlist Marken-Neuanmeldung der Woche eine, naja, ich will nicht sagen, ich bin über eine Marke hergezogen. Das wäre vielleicht falsch, aber ich hatte hier über eine Marke Ampelhund berichtet, über die ich nicht so viel anfangen, mit der ich nicht so viel anfangen konnte, weil Ampelmenschen kennen wir ja, aber mir hat sich nicht erschlossen, wozu wir einen Ampelhund brauchen. Und dann hat der Markeninhaber das zufällig irgendwo mitbekommen, dass ich hier ein Video über seine Marke gemacht habe und er hat mich aufgeklärt. Er hat aufgeklärt und gesagt, Mensch, Kinder lernen doch mit Tieren viel besser. Und wenn man das mit einem Hund macht, der stehen bleibt, also mit einem roten Hund, wie bei der Ampel, und sagt, bei Gelb macht euch doch laufbereit und ein grüner Hund zeigt, ihr dürft gehen, habe ich sofort verstanden, aha, mit dem Ampelhund im Straßenverkehr geht es deutlich einfacher, an Kindern beizubringen, wie die Ampel funktioniert und wann man geht und wann man eben lieber stehen bleiben soll. Dazu gibt es mittlerweile ein Ampelspiel. Ja, da legt man dann entsprechend die, hier sieht man es, also unten, ganz unten ist das Grüne und dann haben wir tatsächlich das Gelbe und dann oben hier, wo der Hund steht, da kommt dann das Rote drauf. Also spielerisch lernen, wie die Ampel funktioniert. Finde ich gut. Habe ich dann mal in einem Update-Video geschrieben, Mensch, finde ich gut. Es gibt das erste Ampelspiel dazu, sauber, klasse. Jetzt habe ich wieder Post gekriegt und dann bin ich ja immer überrascht, wenn dann plötzlich Post kommt, wo ich sage, wieso kriege ich denn Post? Wer ist denn das? Kenne ich gar nicht. Und dann habe ich tatsächlich ein Update bekommen und zwar gibt es jetzt ein Buch. Ihr seht es hier, Ampelhund-Buch. Eine tolle Geschichte über ein Kind und dem Wunsch nach einem Hund. Da kann ich euch empfehlen. Und mittlerweile gibt es auch passend zu den Ampelmännchen, ist ja falsch, zu den Ampelhunden, gibt es auch fluoreszieren einen roten. Kann man hier, ist ein Anhänger dran, kann man irgendwo dranhängen. Fluoreszierend und gibt es auch in grün. Ja, seht ihr hier. Also spannend. Es scheint sich um die Marke Ampelhund hier eine Menge zu entwickeln. Ich finde das gut, deswegen gibt es heute dieses Update. Und ja, vielleicht wollt ihr mal auch unter Ampelhund nachschauen. Da gibt es sicherlich auch eine Homepage zu. Die würde ich euch dann natürlich hier unten drunter verlinken, dass ihr auf die Homepage gucken könnt. Vielleicht gibt es noch mehr Produkte im Shop. Ich weiß ja nicht, ob ich alles gekriegt habe oder ob es noch mehr kriegt, wie auch immer. Spannende Sache. Wenn man das verfolgen kann und darf, so wie ich, von der Markenanmeldung über die Weiterentwicklung fertige Produkte und der Philosophie dahinter. Tolle Sache. Ich sage so, lieber Ampelhund oder Schöpfer des Ampelhunds, einfach weitermachen. Ich finde es eine tolle Sache und schön, dass ich hier darüber berichten kann und durfte. Damit sind wir durch mit unserem heutigen Video. Ihr lasst mir bitte schnell noch einen Daumen hoch da. Dann abonniert bitte meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn ihr bei meinen weiteren Videos auch wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt es regelmäßig, die gibt es täglich, denn über Marken habe ich halt immer was zu sagen. Einen schönen Abend, bis dann. Servus!